ein malerisches Städtchen. Es ist einfach... Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Mhm. Scheint ein eher trottliger Bruder zu sein. Wenn er ihr dauernd Blumen kaufen muss, so was ist... So, was hier ist es. Ja, okay, warte kurz. Warnung, die habe ich nämlich im Blumenladen schon gesehen. Wow. Danke für die Info. Typhon Minengesellschaft. Sprengungsankündigung. Geplante automatische Sprengung. Datum Sonntag, 28. April 2019. Zeit 21 Uhr. Vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirenen zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Genehmigung. Hashtag R555. Okay. Sonntag, 28. April. Das ist eine wichtige Info für uns. Wir werden es wahrscheinlich erfahren. Gabe, mit ihm können wir sprechen. Was gibt es denn hier Neues im Tagesboten? Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa 0. Breaking News. Live zu sehen. Ist echt noch mal was anderes. Ziegen-Yoga. Okay. Kann man sich da anmelden? Wow. Einfach wow. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also wow. Ziegen-Yoga. Namaste. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie das alles mit winzigen Ziegenfüßen auf Ihrem Rücken. Nehmen Sie an einem unserer entspannten Yogakurse auf unserer Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy unter 970-555-4839 an. Bergamo, Colorado. Das wollte ich nicht, ich wollte hin. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Ja, die frische, das Übermaß an frischer Bergluft ist vielleicht doch nicht so gut. So, jetzt gucken wir uns den jungen Mann nochmal an. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Das denke ich nämlich auch. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Na, ob das was wird? Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Okay. Der Feuerring. Verschwinden ist aber eher unsere Kraft, das ist schon richtig. Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Tja, er soll nur der kleine Mann hier in der Mine. Aber gut,
Hat sie bisher überlebt. Ich denke mal, das ist okay. Mach dir bei mir mal keine Sorgen. Gabe und ich waren ständig an Orten, an denen wir nichts verloren hatten. Das war doch jeder. Danke, Alex. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Oh yeah, Rocky Mountain Record Traders. Nice. Wenn es Ziegen-Yoga gibt, darf ein Vinylladen auch nicht fehlen. Da unten rechts sehen wir schon den Plattenspieler. Vermutlich haben wir auch hier eine Vorliebe für Vinyl. Wäre schön, wenn jetzt noch Musik dazu käme. Oh, wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Zombie Parade finde ich gut. Habe ich alle Alben daheim. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich auf hat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Bisher würde ich sagen, sehr cool auf jeden Fall. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... Nun, das ist auf jeden Fall mal anders. Wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Hm. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich
wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Was tut er? Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Ja. Ein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Und die Steph, die kennen wir natürlich schon aus dem vorangegangenen ersten Teil Life is Strange. Ein schönes Wiedersehen. Oh, eine Katze. Katzen in Spielen. Immer sehr sehenswert, generell auch wie alle anderen Tiere natürlich. Aber Katzen für mich ganz besonders. Moment. Oh. Ist das die Warteliste? Natürlich. Sonst würde ja die Katze nicht drauf liegen. So. Die sieht auch nicht sehr glücklich und freundlich aus. Ich glaube nicht, dass sie uns sehr wohlgesonnen ist. Erschrecken wäre fies. Wir versuchen sie mal zu bewegen. Das wahrscheinlich so viel sein wird, wie sie da wegschubsen. Ganz ruhig. Ich will nur kurz... Okay, alles gut. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. So, wo ist er denn? Und so wie ich Katzen kenne, hat sie es irgendwo geschafft, den da unter den Schrank zu platzieren. Ihr kleines Spielzeugchen. So, wir helfen mal dem Ryan. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Tja, leider nicht die leiseste. Banjo, Dubstep klingt interessant. A cappella, Screamo klingt irgendwie furchteinflößend. Ach, wir erholen ihm einfach mal eine Platte vom guten alten Banjo, Dubstep. Warum denn nicht? Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. So, wo könnte das nur sein? In der Kasse wahrscheinlich eher weniger. Warum kann ich... Ah, ich kann mich gar nicht bewegen. Okay, das heißt, wir müssen diese Option hier durchgehen. Na dann. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Na? Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. In der Schrottkiste möglicherweise versehentlich reingelandet. Der perfekte Ort für ein Katzenspielzeug. Das sehe ich doch auch so. Vielleicht ist es in dem Karton. Oh. Und da haben wir es. Haha. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Ach, beim Lieblingsspielzeug werden sie doch alle schwach. Die 9. Wächterin, Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Klingt interessant. Würde ich lesen. Auswahl der Angestellten. Stuff Picks. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Ich verspüre hier Indie-Vibes.
But then, delightful? Okay, echt obskure Indie-Vibes. Forbidden Songs von Adam und Steve. A51, Area 51. Und so bunt. 8 Welp. Das ist ein cooles Cover, das gefällt mir ganz gut. Und wenn das Cover interessant ist, dann hört man doch eigentlich auch mal ab und zu rein, oder? Also ist bei mir, wenn ich mir so Musik aussuche und ich weiß, was ich hören soll, dann gehe ich manchmal doch tatsächlich ungeachtet von dem Genre nach dem Cover. Und wenn das schön ist, dann, oder mich anspricht, dann höre ich da auch gern mal rein. So, hier können wir selber mal Musik hören, das ist doch schön. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht werde ich das auch. Ja, schön mit einem Käffchen und dann ein paar gute Platten reinschmeißen, warum denn nicht? Also, das ist Haven Springs. Eine winzige Stadt mit eigener Radiostation, Plattenladen und Apotheke tief in den Bergen. Für die Fahrt hierher braucht man auf jeden Fall einen starken Magen. Das fühlt sich alles immer noch so unwirklich an. Als würde ich jeden Moment wieder in der Wohngruppe aufwachen. Aber das hier ist jetzt wohl mein Zuhause. Schöner Laden, hat einen schönen Charme auf jeden Fall. Hier ist Steph voll am Abrocken. Wir müssen noch diese Liste holen. Das habe ich schon beinahe wieder vergessen. Naja gut, wir werden noch Zeit haben, oder etwa nicht, hier abzuhängen und die neuesten Tracks uns reinzuziehen. Aber für den Moment gehen wir mal weiter.